12 neue Wohnmobilstellplätze direkt an der Eder hat die Stadt Frankenberg auf der kleinen Bärweide erstellt. 5 Minuten von der Innenstadt und mit Hessen WLAN kann man hier bequem parken. Das ist schon toll, was die Stadt Frankenberg, das sage ich als Vorsitzender, leistet. Da muss ich mich dann selbst loben, das ist einfach so. Aber wir haben die ganzen Sachen natürlich hier vorangebracht und man kann auch hier wieder sagen, weil ich ja ein Freund von Fördermitteln bin, dass wir hier wieder 70% Fördermittel hineingeholt haben für die Stadt Frankenberg. Auf die Gesamtsumme kommen wir nachher. Das heißt, man muss gar nicht so viel Geld haben, weil ich heute zufällig gelesen habe vorhin, dass ein Bürgermeister inklusive des Stadtrates in der Südpfalz wegen mangelnder finanzieller Mittel so zurückgetreten ist. Das ist am 8.8. passiert, also vor 2 Tagen. Und man muss einfach sehen, wie geht man mit den Maßnahmen um und was tut man dort. Und da haben wir halt die Burgwald-Eder-Bergland-Region als Regionalentwicklung. Und Regionalentwicklung liegt uns ja in Frankenberg auch am Herzen. Das darf ich als Bürgermeister dann wiederum sagen. Und die Idee stammt natürlich von der Stadt Frankenberg. Und da war das Thema einerseits die Wehrweide, die wir hier haben, und andererseits natürlich das Inselquartier. Aber ich will auf diese Brücke da drüben zeigen, die ich jetzt nicht sehe. Denn diese Brücke hat jetzt deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit zumindest für Aufsehen gesorgt. Und wenn ich jetzt fragen würde, welches ist die Fahrradnation Europas, dann würden wir vermutlich von Niederlanden sofort sprechen. Und es kommen jetzt Niederländer, ich glaube am 5. September hier nach Frankenberg und schauen sich an, wie Frankenberg die Infrastruktur hat. Da ist diese Brücke von großem Interesse. Die gleiche Brücke wird ja hinten beim Wildpark gebaut. Ist länger als die, ich glaube 20 Meter ist sie länger, wenn ich das richtig weiß. Und dann bauen wir noch eine dritte Brücke, die habe ich mir gestern angeschaut, zumindest ist die Pfeiler, die hat dann 95. Ich habe die Zahlen immer richtig im Kopf. Also das heißt, da sind wir für die Niederländer als Fahrradstadt Frankenberg interessant. Glaube ich, das können wir uns mal auf die Schulter schreiben. Und da sage ich speziell Dank Herrn Dittmar, der diese Sache natürlich mit seinem Team vorantreibt, damit wir diese Maßnahmen entsprechend hinbekommen. Und damit wir diese Infrastruktur für den touristischen Bereich, und die Familie Hamel sagte vorhin, wenn sie zum ersten Mal hierher kommen würden, mit dem Hund spazieren gehen würden, dann würden sie erstmal Richtung Großer Wehrweide gehen. Das würden sie als Fremde natürlich nicht kennen, würden dann die Uferstraße entlang gehen und dann würden sie Freunde und Bekannten sagen, wie schön das ist. Ja, Rüdiger Hess, Bürgermeister. Ein weiterer Punkt für Frankenberg in Richtung doch viel für den Tourismus zu tun. Es hat sich ja lange, lange Jahre wenig für den Tourismus getan. Ja, es gibt natürlich viele Bereiche, die man tun kann. Ein Thema ist natürlich im Moment Fahrradverkehre. Das weißt du auch, dass wir einfach die Menschen in die Stadt holen. Deshalb tun wir viel für die Fahrradverkehre. Unser Wohnmobilstellplatz beim Philipp-Soldan-Forum, wissen wir alle, der ist sehr gut angenommen. Bei 8 Stellplätzen haben wir teilweise 15 Fahrzeuge dort stehen, was natürlich Kuschelcamping dann ist, wobei Wohnmobilisten sind keine Camper, das darf ich sehr deutlich dazu sagen. Und deshalb haben wir gesagt, hier direkt an der Eder wollen wir ganz gerne noch weitere Stellplätze schaffen. Vor allen Dingen sind wir nah in die Innenstadt, dass man unsere schöne Fußgängerzone sehen kann, dass man dort ein Eis essen kann, dass man dort einen Kaffee trinken kann, dass man Kuchen essen kann oder auch was Deftiges natürlich essen kann bei uns in der Gastronomie. Jetzt stehen wir hier vor deinem Wohnmobil. Du bist selber Wohnmobilist und kommst viel rum, auch in Europa, durch deine Tätigkeit als Präsident der Europäade. Du hast Vergleiche. Wie sind andere Länder, andere Städte da aufgestellt? Ja, ich muss dazu sagen, ich war neulich in einer wesentlich größeren Stadt. Die hatten viele Stellplätze, aber leider nur Stellplätze und keine Stromanschlüsse. Das heißt, wir hatten für ungefähr 100 Wohnmobilstellplätze 8 Stromanschlüsse. Hier haben wir für 12 Wohnmobilstellplätze 12. Das ist so ein Beispiel, was ich sagen kann. Aber wir haben natürlich auch genauso ähnliche Stellplätze wie hier, teilweise privat betrieben, teilweise neben einem Campingplatz als extra Teil für die Wohnmobilisten. Also
unterschiedliche Art und Weise. Aber am Ende geht es uns als Wohnmobilisten immer darum, dass wir möglichst eine ebene Abstellfläche haben. Das haben wir hier, damit man vernünftig im Bett ist und nicht zu viel unterbauen muss. Wir möchten einen Stromanschluss haben und wir wollen nah zur Innenstadt sein. Das sind so die wesentlichen Faktoren, die man braucht. Und dann kann auch die Gastronomie oder Einkaufsbereich in einer Stadt angeboten werden. Die Versorgung mit Wasser und die Entsorgung von Toilette und Brauchwasser wurde bewusst etwas abseits gelegt, bevor man hier reinfährt oder wenn man diesen Platz verlässt. Das hat man bewusst gemacht, wer müsste schon neben der Latrine parken. Das ist natürlich klar, hat natürlich auch was mit den Gegebenheiten zu tun. Die kleine Wehrweide ist eine Insellage und dort haben wir keine festen Abwasseranlagen, deshalb haben wir es davor gemacht. Aber ich stimme zu, man fährt zum Beispiel irgendwo hin oder man fährt ab, dann will man Ver- und Entsorgen, das macht jeder unterschiedlich und so haben wir direkt vor der Zufahrt zur kleinen Wehrweide zu diesen Stellplätzen hin die Ver- und Entsorgung und das ist eine gute Angelegenheit. Dort kann man Brauchwasser ablassen, man kann die Toilette in einer extra Anlage entsorgen und man macht seinen Wassertank wieder voll zu günstigen Preisen. Deshalb herzliche Einladung an alle, hier nach Frankenberg zu kommen, den Wohnmobilstellplatz zu besuchen und vor allen Dingen unsere schöne Philipp-Soldern-Stadt, die noch schöner wird, wenn wir das Klosterwald fertig haben.